Hi und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir möchten heute mit euch ein kleines Thema besprechen, was auch sehr häufig bei uns im Support-Bereich mit zur Sprache kommt. Worum geht's? Defekte Hauptzahnräder. Und ja, wir möchten euch heute einfach mal ganz gerne sagen, wovon es kommt und was ihr dagegen tun könnt. Bestes Beispiel war zum Beispiel noch nicht lange her, das war gestern. Wir haben einen Kunden gehabt, der hat gesagt, ich würde gerne Stahlhauptzahnrad verbauen, weil mir mein Kunststoffhauptzahnrad jetzt in einer Woche dreimal kaputt gegangen ist. Kunststoff ist scheiße. So. An der Stelle müssen wir aber da mal ganz kurz reingrätschen und müssen den Leuten mal erklären, wo das Problem liegt, weil die Ursache ist nicht das Kunststoffhauptzahnrad. Das hat seine Daseinsberechtigung, das ist auch nicht verkehrt und bei richtiger Einstellung vom Flankenspiel selber hält das ewig. Also ich persönlich in meinem eigenen Erevo habe jetzt seit, das ist noch die erste Generation vom Erevo, ich fahre seit bestimmt 5, 6 Jahren immer noch ein und dasselbe Hauptzahnrad. So. Nichtsdestotrotz, wer möchte, kann natürlich dennoch auf Stahl umbauen. Man muss sich natürlich dessen bewusst sein, bei schlechter Einstellung hält auch ein Stahlhauptzahnrad nicht. Zusätzlich nimmt auch noch das Motorritzel Schaden. Stahl ist etwas teurer und Stahl ist lauter. Also ihr dürft euch dann nicht wundern, wenn die Fahrgeräusche entsprechend etwas lauter werden. Ansonsten, für alle, die bei Kunststoff bleiben wollen und die es interessiert, wie man das Ganze richtig einstellt, das Ganze zeigen wir euch jetzt. So, um jetzt erstmal Zugang zu unserem Hauptzahnrad zu bekommen, müssen wir erstmal unsere Abdeckung hier runternehmen. Wir haben jetzt in dem Fall ein Erevo V2 genommen. Die Vorgehensweise zum Einstellen ist aber bei jedem Modell dasselbe. Das ist egal, ob das ein 1 zu 16er ist, das ist egal, ob das ein Slash 2WD mit Getriebe an der Hinterachse ist. Es ist egal, ob es ein Rustler 4x4 ist, also das Flankenspiel an sich wird immer auf dieselbe Art und Weise eingestellt. Und da kommt es eben darauf an, dass man wirklich penibelst darauf achtet, dass es nicht zu eng und nicht zu groß ist. Im Idealfall ist es so, dass ihr euch einfach Zugang zum Hauptzahnrad verschafft, ob das Ganze jetzt hier oder hier sitzt, ist wurscht. Haltet dann einfach mal euer Motorritzel fest, dass sich das nicht mitdreht und dann wackelt ihr mal hier am Hauptzahnrad. So, hier hört man jetzt schon ein ganz leichtes Klackern und das Hauptzahnrad lässt sich ganz leicht hin und her bewegen, also hin und her kippeln, ohne dass sich das Motorritzel bewegt. Wenn das Spiel zu groß ist, dann habe ich natürlich hier nur einen Zahnüberschnitt, der relativ gering ist, was dazu führt, dass die oberen Zahnkanten massiv belastet werden. So, wenn das Ganze jetzt zu eng ist, dass ich dieses Hauptzahnrad hier gar nicht hin und her kippeln kann, dann habe ich natürlich auf beide Zahnräder einen immensen Druck. Das führt zum einen dazu, dass sich meine Zähne sehr, sehr schnell gegenseitig abnutzen und zum anderen, was auch richtig unangenehm ist, ich übe auf meine Lager vom Motordruck aus und ich übe auf meine Lager vom Getriebedruck aus. Das heißt, wenn es ganz dumm läuft, sind die dann auch noch mit kaputt. So, jetzt hat Traxxas vor einiger Zeit hier diese Einstellhilfen eingeführt. Die sitzen dann hier mit vorne drin, zum Beispiel beim E-Revo. Da hat man jetzt drei Löcher vorgegeben. So, das kann wunderbar funktionieren. Bei dem hier passt jetzt gerade. Wir würden grundsätzlich empfehlen, diese Einstellung immer zu kontrollieren, auch wenn das Modell nagelneu ist. Es kann aber auch sein, dass die Einstellung einfach nicht stimmt oder wenn wir jetzt sagen, ihr wollt die Übersetzung ändern und fahrt irgendeine Übersetzung, die jetzt mit dieser Einstelllehre nicht vorgesehen ist. Dann gibt es den ganz einfachen Trick, das würden wir übrigens grundsätzlich empfehlen, weil es sich damit feiner einstellen lässt. Ihr nehmt einfach diese Einstelllehre raus. Zeigen wir euch jetzt gerade mal ganz kurz. Also, die kommt hier schon mit der Schraube mit raus und lasst die einfach weg. So. Ihr könnt jetzt hier den Motor hin und her kippen. Dafür ist dann hier vorne dieses Langloch da. So war es früher auch beim E-Revo. Und könnt dann hier einfach wieder eure Schraube einsetzen. Und seid dann eben nicht mehr auf diese drei Löcher angewiesen, die euch vorgeben, wo die Schraube zu sitzen hat, sondern habt jetzt eben wirklich die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, ihr stellt den Motor dahin, wo ihr ihn haben wollt. So. Schraube erstmal nur leicht hingedreht, dass ich hier den Motor noch entsprechend kippen kann. So, und das Problem wäre jetzt eben, wenn ich jetzt mal übertrieben sage, ich kippe den hier komplett weg, jetzt sehe ich schon, kann ich hier relativ weit kippen. Das wäre definitiv zu groß. Wenn ich jetzt sage, ich drücke den komplett hin,
dass sich hier überhaupt nichts mehr tut. Das wäre definitiv zu wenig. Im Falle, dass es zu eng ist, das hört ihr auch, das hört sich wie ein richtig kreischendes Geräusch an. Also wenn das Modell dann auf einmal unsagbar laut ist, dann guckt bitte hier auch nochmal nach, kann ein Grund von einem zu engen Flankenspiel sein. Ein ganz kleiner Tipp, wenn man es jetzt noch nicht so im Gefühl hat, ganz einfaches Blatt Papier, ein Streifen abgeschnitten. Man muss dann natürlich gucken, welches Modul das Zahnrad hat. Beim E-Revo kann man jetzt ruhig mal 3, 4 Lagen nehmen. Macht das Ganze hier auf. Legt den Papierstreifen einfach zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad, drückt das Ganze zusammen. Das ist dann quasi wie so ein kleiner Abstandshalter. Beim Slash oder beim Rustler zum Beispiel reichen meistens auch schon 3 Lagen. Teilweise auch 2, man muss sich dann einfach rantasten. So, zieht das Ganze an, holt dann sein Stück Papier raus. Jetzt merken wir schon, ich kann mein Hauptzahnrad ganz leicht hin und her kippen, das passt jetzt wunderbar. Wichtig, bitte nicht nur an der einen Stelle testen, sondern auch mal das Modell hochheben, absetzen, hier nochmal testen, also dass ihr das Ganze wirklich an mehreren Stellen testet. Manchmal hat man es, dass die Hauptzahnräder nicht hundertprozentig rundlaufen. Da kann es sein, dass es dann an einer Stelle noch mal etwas eng läuft. Dann beim Einstellen eben nach dieser richten. So, unser Flankenspiel an sich würde jetzt schon passen. Jetzt haben wir das Ganze hier eh schon offen, was natürlich auch noch immens wichtig ist. Werft auch hier gleich noch mal einen Blick auf euer Motorritzel. Das sollte natürlich genau in einer Flucht mit dem Hauptzahnrad laufen, dass sich das komplett überschneidet und nicht, dass irgendwie das Motorritzel dann hier vorne sitzt und nur auf der Hälfte vom Hauptzahnrad läuft. Dann gebt ihr da natürlich auch im Verschleiß eine sehr große Angriffsfläche. So, ihr seht, es ist gar nicht so viel dabei, es kann euch aber einen Haufen Ärger ersparen. So, damit sind wir für heute auch schon wieder durch. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen was beibringen und hoffen, dass ihr jetzt alle wisst, worauf ihr achten müsst. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert auch unseren Channel, wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Und wenn ihr ansonsten auch immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram.